Ich bin eigentlich der Meinung, dass diese No-Go-Geschichte für genmanipulierte Lebensmittel in Ordnung ist. Ja, also gut, ich hätte jetzt keine Angst, die zu essen, die Lebensmittel, aber ich halte halt die Gefahr, dass es sich ungebremst dann ausbreitet, auch auf Flächen, wo man es nicht haben will, einfach für zu hoch. Und deshalb bin ich eigentlich dagegen. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es ist ja ungesund und man will ja möglichst viel natürliche Produkte. Ich bin total dagegen. Auf jeden Fall, die Kennzeichnung, die muss sein. Und das ist eine gute Sache. Da sind die Deutschen sehr gründlich und das sollte man auch beibehalten. Ja, alles beschriften, dass die Leute auch wissen, was drin ist in den Sachen, damit sie Bescheid wissen.